sehr gute Freunde, beste Freunde. Und ich fand, es war eine sehr schöne Zeit. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Hey Leute, kurze Triggerwarnung, das Video heute wird nicht für schwache Nerven, aber ihr selber habt lange nach diesem Video verlangt. Es gibt neue Infos und deshalb bekommt ihr heute die volle Dröhnung. Bisschen kiffen? Es geht um Annie the Duck, welche in letzter Zeit so viel Scheiße gelabert hat, dass sie als WC-Ente durchgehen würde. Und ihr fragt euch sicherlich auch, was eine 2,50 € Spende, sexuelle Übergriffe, Flipflops und misshandelte Kätzchen gemeinsam haben. Genau, alle sind elementarer Bestandteil des womöglich größten Shitstorms, den YouTube Deutschland je gesehen hat. Bühne frei für die Akte, Annie the Duck, schnappen wir sie uns. Lead us not into temptation, but deliver us. Ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Heute ziehen wir einen finalen Schlussstrich unter die omnipräsente Annie the Duck-Thematik und schicken die Gummiente in die Gummizelle. Dafür behandeln wir vor allem das neue Statement von Mauki, aber auch die maximal schlecht gealterte offizielle Annie the Duck-Dokumentation und geben ihr damit eine Abreibung, die sich gewaschen hat, als wäre es eine afrikanische Dusche. Aber vorher kommt noch Jay in seinem Inklusionsbus vorbei, um auch wirklich alle Zuschauer abzuholen, denn kurz und bündig, was ist eigentlich passiert? Insgesamt 26 Personen hatten sich zu Annie öffentlich ziemlich negativ geäußert aufgrund ihrer Erfahrung mit ihr. Dabei stand im Raum, dass sie ihre Mitarbeiter schlecht behandelt, zu Freunden und in Beziehungen manipulativ und toxisch ist, sowie starke Kritik am Umgang mit ihren Katzen, welche in einer vollgepissten Wohnung leben mussten und sich fast gegenseitig getötet haben und Annie nur so: Was halten Sie davon, wie sich Ihre Katzen dort hinten zerfleischen? Super. Echt super. Sie kündigte an, ihr Social Media ruhen zu lassen und sich zurückzuziehen, nur um dann kurz darauf wieder auf Twitch aufzutauchen mit maximalen Widersprüchlichkeiten, mit denen sie sich dann so richtig ein Eigentor geschossen hat, als wäre sie Messi the Duck. Wobei das Messi in diesem Fall nicht auf den Weltfußballer bezogen ist, sondern nach dem Motto Messi, ich wohne in einer Müllhalde mit meinen Katzen, laut Zeugenaussagen. Es hat nicht nur nach Katzenpisse gestunken, es hat auch nach Essensresten gestunken. Es stand ein Teller neben dem Sofa, auf dem eine ganze Portion Hähnchenknochen lagen. Und es hat wirklich ekelhaft gestunken und ich weiß noch, ich war richtig geschockt, weil ich dachte, hä, und die Katzen, die hantieren jetzt hier rum, die sind quasi sich selbst überlassen, so. Wenn es um Ordnung geht, fällt es ihr wohl schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Bevor wir reingehen, möchte ich mich bei euch bedanken, dass die letzten Videos alle so gut abgegangen sind. Ehre an jeden, der geliked und kommentiert hat. Danke für euren Support und kurze Erinnerung an meinen Zweitkanal, wo jetzt täglich um 17 Uhr ein Video kommt. Checkt ihn gerne mal ab, aber nun kommen wir zur Beerdigung von Annie the Duck. Intro ab. Kapitel 1. Annie, I don't give a... Bevor wir zu den aktuellen Geschehnissen und dem Schlammschlacht-Bitchfight des Jahrhunderts kommen, was ich natürlich maximal frauenfeindlich meine, schauen wir uns die Hauptkritikpunkte an, wegen denen Annie in Verruf steht. Sie soll Menschen in ihrem Umkreis extrem schlecht behandelt haben, sodass Reeft und Mauki posttraumatische Belastungsstörungen davongetragen haben. Gegen letztere startet sie dann laut Mauki eine regelrechte Hetzkampagne. So soll Annie das Gerücht in Umlauf gebracht haben, dass Mauki drei Typen vergewaltigte. Und dass sie für sich selber Zeichen erkannt hat, die darauf hindeuten, dass diese Männer vergewaltigt wurden. Und ich frage mich wirklich, wie Annie das verbreitet hat im Freundeskreis und wie glaubhaft sie das überhaupt rüberbringen konnte. Der Gedanke daran ist ja schon etwas merkwürdig. I had a really great time, but I should go. Wait! Die Wahrheit sah dann aber so aus, dass sich Betroffene, also die betroffenen Männer, meldeten und selbst sagten, dass diese Anschuldigungen absolut aus der Luft gegriffen sind. Die vermeintlichen Opfer wussten sogar sehr lange nichts darüber Bescheid, dass Annie das überall verteilt hat. Das heißt, die konnten nicht einmal etwas dazu sagen und die wussten auch nicht, dass über sie im Hintergrund erzählt wird, dass sie vergewaltigt wurden. Sowas in Umlauf zu bringen mit der Begründung aus ihrem neuen Video nach dem Motto: Ja gut, ist doof, dass die betroffenen Typen anderer Meinung sind, aber ich habe die Zeichen erkannt. Annie ist da was ganz Großes auf der Spur. Sie sieht Dinge, die keiner sieht. Na Männer, in meinem Transporter gibt es Eis und Hundewelpen. Solche Vorwürfe, vor allem wenn sie ohne konkrete Beweise kommen, sind selbstredend maximal eklig und karriereschädigend. Das verbreitet man einfach nicht und ich kann verstehen, warum Mauki das in dem Video für meinen Frieden klarstellen wollte. Für mich hatte die ganze Sache berufliche und private Konsequenzen, weil sich Kollegen und Freunde von mir abwenden wollten. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Mauki stellte das aber nicht nur klar, sondern dreht die Situation auch auf Uno Reverse um, dass Annie ja die Person sei, welche meist übergriffig wurde, laut Zeugenaussagen. Du bist eine Schlampe, ich bin normaler Mensch. So erzählte Mauki von einer Party, welche Annie veranstaltet hatte und über einen Übergriff, welcher stattgefunden hat. Angefangen bei eben diesem genannten Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt und dem Bloßstellen anderer,
war das alles eine ganz große Katastrophe. Ja, ich war selbst genauso schockiert wie ihr, meine Zuschauer. Deren Scheißernst, eine gottverdammte Sexparty. Ohne Jay Riddle, ich bin empört und enttäuscht, dass meine Einladung für die Party wohl auf dem Weg nach Deutschland verloren gegangen ist. Aber dann mache ich eben meine eigene, kein Problem. Ich mache heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Clay? Ich mache heute Party! Auf Twitch machen wir zum Beispiel jeden Montag, Mittwoch und Freitag eine Sexparty. Schaut doch gerne vorbei, wenn ihr Legenden seid. Und guckt euch jetzt genau an, wie ich die Mädels manipuliere, um meinem Harem der Leidenschaft stetig zu erweitern. Buchen, mein Schüler, zeig es ihnen, wie man die Mädels um den Finger wickelt auf Jay Riddle Art. Na, Schnecke, hast du Lust, bis zum Frühstück zu bleiben? Ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Das war noch nicht ganz richtig, Kuchen. Mach's bitte so, wie wir es geübt haben. Und jetzt hol sie dir, Tiger. Na, Schnecke, hast du Lust, bis zum Frühstück zu bleiben? Ich habe eine Emma-Matratze. Ja. Kennt ihr das auch? Ihr findet einfach nicht in den Schlaf, weil euer Kissen unbequem oder zu warm ist. Dazu sind eure Nachbarn noch so laut, als würden oben zwei Tiere eine Sexparty feiern. Seid ihr nicht mal leise? Es hört sich so an, als würde ich die Stühle da rumwerfen. Ich schicke gleich eine PDF rum. Mit Emma gehören diese Probleme nun der Vergangenheit an, denn ich schlafe seit gut 3 Wochen auf dem Emma Elite Stützkissen V2, welches derzeit für kurze Zeit extrem runtergesetzt ist. Das Kissen bietet eine Temperaturregulation, sodass ihr nicht in die Situation kommt, im Sommer wie ein Schwein zu schwitzen und das Kissen ständig umdrehen müsst. Des Weiteren passt es sich ergonomisch perfekt an deinen Körper und Nackenbereich an. Körperverspannungen AD. Level deinen Schlaf jetzt auf, denn wenn du jetzt noch nicht erholsam schläfst, kannst du froh sein, dass du nicht tot bist, Körper! Auf der legendären Emma One Matratze schlafe ich hingegen schon seit über 1,5 Jahren und kann sagen, wenn ihr derzeit Probleme mit dem Rücken habt, dann könnt ihr euch am Wechsel auf den Testsieger gut tun. Die gibt es jetzt reduziert in der Plus-Version mit kühlendem Bezug. Von meinem Matratzenwechsel hat sich mein Rücken nach dem Aufwachen circa so angefühlt. Ihr könnt auch einfach 100 Nächte Probe schlafen, bevor ihr euch entscheidet, schlagt jetzt zu und sichert ihr auf unfassbar viele Produkte, Kissen, Matratzen und sonstiges bis zu 50% Rabatt und mit dem Code JSLEEPS nochmal 5% obendrauf und unterstütze deinen Herrscher Jay Riddle, indem du erholsam schläfst. Link ist in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar, der Sale geht nur bis zum 1.9. Ab geht's. Los, gib alles, mach schon! Annie konterte die Vorwürfe des Übergriffs in ihrem neuesten Statement, indem sie einen Ausschnitt von der besagten Sexparty zeigte, welcher offen gesagt ziemlich harmlos war. Banger-Präsentation. Außerdem kann man auch eine Show bieten, wenn die Person gerne zuguckt. Es gibt aber auch das Reverse-Cowgirl. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist aber, was dieser Ausschnitt beweisen soll. Nur weil man 2 Minuten von einem ganzen Abend zeigt, in denen nebenbei bemerkt, jeder wusste, dass eine Kamera lief, bedeutet das ja nicht, dass die ganze Nacht koscher war. Dies erkannte auch eine Freundin von Mauki und stellte die vielleicht richtigen Fragen. Aber sagt sie auch den Grund? Und war die Party nur eine Präsentation, die mal ganz witzig war? Aber ey, es war eigentlich eine dumme Party. Der Grund für die Party war auch dumm. Ich war da auch noch etwas, was du wahrscheinlich nicht erwähnst in dieser ganzen Geschichte, weil das würde wieder ganz blöd für dich aussehen. Der Konter wirkt daher eher wie ein Strohmann-Argument. Mauki hatte nie behauptet, dass die PowerPoint schlimm sei. Es stellte sich im neuesten Statement heraus, dass die Party an sich übergriffig seitens Anni war. Sie hatte nämlich für einen ihrer Mitarbeiter, ob männlich oder weiblich, weiß man derzeit nicht genau, eine Party geplant, um zu feiern, dass die Person ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Wir haben eine ganz grauenhafte Idee, die wir morgen umsetzen werden und schmeißen eine Entjungferungs-Überraschungsparty. Leider erfuhr die betroffene Person aber erst auf der Party selbst den Anlass der Party und es war für sie unangenehm, dass jetzt so viele wussten, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Auf der Party waren nämlich auch Leute, die sie kaum kannte. Des Weiteren musste sie wohl ziemlich awkward mit einem Ballon zeigen, wie sie masturbiert und auch noch andere Dinge über sich ergehen lassen, welche sie jetzt im Nachhinein als unangenehm und übergriffig beschreibt. Sie wusste nichts von dieser Party, sie wusste nicht einmal, dass es irgendeine Party gibt. Die Person wurde überrascht und als sie verstanden hat, dass es eine Party für die eigene Entjungferung ist, war ist ihr unangenehm. Sie sollte sich dann setzen und die Präsentation sehen. Das war ihr auch unangenehm, vor allem, weil sie 1-2 Gäste auch nicht besonders gut kannte. Die Person wurde mehrfach aktiv dazu aufgefordert, Darstellungen vorzuführen. Wie gesagt, wissen wir derzeit nicht, wer die Person war, die ihre Jungfräulichkeit verloren hat und können hier mit Gewissheit eigentlich nur T-Tech ausschließen, weil der hat sie ja noch. Ich denke, es wird klar, dass die ganze Party nicht so überkrass schlimm war, wie viele von ausgegangen sind, als sie zum ersten Mal im Mauki-Statement kryptisch davon hörten. In den Gedanken mancher Zuschauer wuchsen sicherlich irgendwelche Horrorvorstellungen, die sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet haben. Wir haben dir ein paar Sexspielzeuge gebracht, ein quadratischer Analplug, ein Cockring mit extra Stacheln dran. Ein warmer Apfelkuchen zum Reinficken. Ich glaube, die größten Kracher, die ich irgendwo in irgendwelchen Kommentaren gesehen hatte, war die Vermutung über irgendwelche Sexsekten ohne Consent oder aber satanische Gespräche über Abtreibungen, die ich mir ja, in dieser Konstellation ziemlich funny vorstelle. Wie stehst du zur Abtreibung? Ich stehe meistens so.
Auf der anderen Seite war die Party aber auch nicht so unproblematisch, wie Annie es uns glauben machen wollte. Immerhin ist mittlerweile schon davon auszugehen, dass Annie genau weiß, dass diese Party als übergriffig wahrgenommen wurde. Und wenn sie das nicht erkannt haben sollte, ist das auch ironisch, weil sie ja die Person ist, die Vergewaltigung erkennt, die Betroffene selbst nicht mehr erkennen. Mit diesen falschen Vorwürfen richtet man aber nicht nur erheblichen Schaden im Ansehen von Mauki an, sondern spuckt damit gewissermaßen auch echten Opfern ins Gesicht, von denen es viel zu viele gibt. Die Studien aus Deutschland sind erschreckend. Ich finde das ganz schlimm. Stellt euch mal 1000 Vergewaltiger vor. Nein, nicht so, wie sich Annie Vergewaltiger vorstellt. Einfach ein normales Symbol. Perfekt, danke. Von den 1000 Stück werden nur ca. 10%, also 100, überhaupt angezeigt. Und von den 100 Angezeigten kommen im Schnitt 92 straflos davon, weil es zu wenig Beweise gibt. Und nur 8 von 1000 Vergewaltigern werden tatsächlich verurteilt. Und über die teils fragwürdig niedrigen Strafen für Vergewaltigung müssen wir, denke ich, gar nicht erst reden, oder? Es macht also Sinn, in den meisten Fällen Betroffenen erstmal zu glauben, wenn solche Anschuldigungen erhoben werden, und keine Unwahrheiten zu verbreiten, welche Aufmerksamkeit von den echten Opfern wegnehmen. Wenn Annie also mal wieder erzählt, dass Mauki anderen Typen ohne dessen Einverständnis an die Wäsche wollte, ungefähr so: Nein! Ist das einfach wirklich, wirklich auf mehreren Ebenen kein cooles Gerücht? Erschwerend dazu kommt es, dass die personifizierte Gerüchteküche Annie the Duck wohl eine ganze Vergangenheit als Lästerschwester vorzuweisen hat. Laut Influencern, die mit ihr in Kontakt standen, wie zum Beispiel Rezo, war sie in dieser Hinsicht schon immer etwas scheinheilig gewesen, was den schweren Kritikpunkt, solche überkranken Dinger zu verbreiten, um Leuten zu schaden, leider nochmals unterstreicht. Wenn es um die Glaubwürdigkeit von Annie the Duck geht, kommt mir dasselbe Wort in den Sinn, als hätte mich im Afrika-Urlaub jemand ausgeraubt und ich soll jetzt der Polizei beschreiben, welche Hautfarbe der Täter hatte, während ich aber probiere, politisch korrekt zu bleiben. Schwierig. Sehr schwierig. Okay, das war jetzt schon der zweite Afrika-Joke im selben Video. Ich lasse es jetzt lieber und möchte an der Stelle beweisen, dass ich nicht rassistisch bin. Hier deshalb ein Beweisfoto mit meinem Bruder Twizzy von unserem letzten Männerabend. Uff, ich sehe schon wieder die zahlreichen Reaktionen auf mein Video. Das machen wir nicht! Das machen wir nicht! Das ist sehr schwierig. Zurück zum Thema, denn Annie scheint auch in der Öffentlichkeit nicht immer ganz ehrlich zu sein. So gestand sie sich den schlechten Umgang mit ihren Mitarbeitern bis heute nicht wirklich ein. Ihre Diener hatte sie wohl zu teuflischen Zeiten antanzen lassen und dann warten lassen, während sie selbst noch schlief. Nee, jetzt können wir auch nicht weiter drehen, weil sie ist noch nicht wach. Seid mal bitte alle um 10 Uhr morgens hier. Aber Annie wacht dann erst um 13 Uhr auf. Geht mehr um dieses Ding von, deine Zeit ist einfach nicht so wichtig wie meine Zeit. Kurz gesagt hielt sie sich wohl für den Mittelpunkt der Welt und Leute, die beauftragt wurden, Dinge für Annie zu erstellen, wie Intros, die wurden dann kurzerhand auch mal gar nicht bezahlt, wie sich aus dem einen oder anderen Tweet herausstellte. Was im Hinblick auf die Annie the Duck Doku natürlich richtig witzig gehalten ist. Ich meine, so funktioniert Kapitalismus. Damit du besonders reich bist, müssen die Leute unter dir sehr wenig verdienen. Und ich bezahle meine Leute echt gut. Naja, Annie, wenn du den Typen fragst, der bis heute auf sein Geld wartet, schaut die Realität über Annies Zahlungsmoral eventuell eher so aus. Weißt du, die Lokführer, die verdienen ungefähr 3600 Euro im Monat. Findest du das zu viel oder zu wenig? Zu viel. Zu viel. Was sollten denn die Lokführer ungefähr bekommen? Was würdest du sagen? 10 Euro. 10 Euro im Monat? Oder 2. Im Gegensatz zum Umgang mit Intro-Designern scheut Rapunzel hingegen keine Kosten und Mühen, um nach Madeira zu ziehen, um dort Kosten und Mühen in Form von Steuern zu sparen. Sie hat sich dafür entschieden, auf Madeira zu bleiben. Ich finde es einfach echt schön hier. Und man kann echt schöne Sachen machen. Allein so an den Strand gehen zu können. Meine Fresse, sagt doch einfach: Ich mag Moneten. Und gut ist. Mittlerweile weiß es doch eh schon jeder, warum man in erster Linie nach Madeira zieht. Das liegt in den seltensten Fällen daran, dass man da so schöne Sachen machen kann, sondern eher daran, dass der Finanzamtbruder in Deutschland bleibt und dir nicht mehr auf den Geldsack geht. Ein Stück weit kann ich das sogar nachvollziehen, wenn man sich anschaut, wo die Steuern teils hinfließen. Hier mal eine kurze Auflistung, wo das Geld der deutschen Steuerzahler hinfließt. Bulgarien, Saudi-Arabien, Ungarn und Zypern, Irak und Iran, dann Syrien, Libanon, Israel, Jordan, zwar Jemen, Kuwait, Bahrain, ja. Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal und Bhutan und Kambodscha, Malaysia, Bangladesch, Asien, China, Korea, Japan. Auch für den Umgang mit ihren Katzen wurde Annie ziemlich kritisiert von unterschiedlichsten Personen. Sie hätte die Katzen als Spielzeug benutzt für YouTube-Videos. Jan, wie findest du das? Guck mal, mein Schatz, spiel mal damit. Mach mal den Mund auf.
Und die Katzen haben gefälligst zu kuscheln, wenn sie das möchte. Sowie die starke Vernachlässigung der Katzen, weil sie ja ständig auf Events und Terminen war. Was übrigens eine der häufigsten Formen von Tierquälerei ist. Das ist aber auch alles noch nicht die Spitze des Eisberges. Ihr wurde sogar vorgeworfen, mit einem Koffer nach der Katze von Rachel geworfen zu haben. Ach nee, warte, das war die andere rothaarige Person. Ups. Junge, Junge, was haben die auf Madeira alle mit ihren Katzen? Aber leider war das wirklich noch nicht die Spitze des Eisberges, denn sie hatte wohl auch eine Zeit lang eine bengalische Katze. Dazu muss man jetzt sagen, dass absolut davon abgeraten wird, diese Katzen rauszulassen. Das sagt einem auch der Züchter, weil Bengalen keinen natürlichen Lebensinstinkt haben und schnell von Autos überfahren werden, wenn sie gerade in ihrem Jagdfokus sind. In Madeira wird generell davon abgeraten, Rassekatzen draußen rumlaufen zu lassen, die sich nicht verteidigen können. Aber ey, Ani, die Katzenflüstere knows it better. Wenn's um Haustiere geht, passt dieser Song zu ihr am besten. Who let the cats out? Und jetzt, wo die Katze für immer weg ist, weil sie rausgelassen wurde, wahrscheinlich sogar tot, kriegen wir wenigstens ein super empathisches Statement von Ani. Da ist sie verschwunden. Sie war morgens noch da, bin morgens aufgestanden, habe morgens im Garten noch gespielt. Und dann ist sie spazieren gegangen und kam nicht mehr wieder. Das ist sehr traurig. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Real Talk, die Halterin des Tieres hat selbst dafür zu sorgen, wenn sie sich Katzen anschafft, dass die Katzen ausgelastet sind. Wenn man dafür keine Zeit hat, dann sollte man sich keine Katzen holen und nicht Kompromisse eingehen nach dem Motto, ich werde die Katze, die nicht raus soll, einfach auf die Straße schicken und wird schon gut gehen. Das ist, als würde man russisches Roulette spielen, dann geht jemand drauf und man sagt, das ist sehr traurig. Umso frecher wird die Attitüde dann aber, wenn man sich im ersten Statement auch noch als die beste Katzenmutter der Welt dargestellt hat. Sie sei ja sogar für die Katzen in eine 200 Quadratmeter Villa auf Madeira gezogen. Meine Reaktion auf die Info sah circa so aus. Also bin ich umgezogen in eine 200 Quadratmeter Wohnung. Aber die Audacity muss man auch erstmal haben, sich dafür loben zu wollen, wegen den Katzen in eine 200 Quadratmeter Villa zu ziehen, wenn gefühlt die Hälfte deines Contents der letzten Jahre daraus bestand, immer wieder umzuziehen. Das war mittlerweile schon ein Running Gag wie T-Tech mit Sportschuhen. Erwähnenswert an der Stelle ist es natürlich auch, dass es für Katzen überhaupt nicht angenehm ist, ständig umzuziehen, weil es immer wieder eine Stresssituation für sie bedeutet und vor allem dann zu vermeiden gilt, wenn die anderen Stressherde von Ani schon weggelächelt werden. Ungefähr so, wie ich es mit meinen roten Zahlen im Aktiendepot tue. Toi, toi, toi. Gib dein Bestes. Das wird. Du schaffst das. Kapitel 2. Die Auflösung und Auslöschung von Annie the Duck. Was soll ich sagen? Mit diesem Video hat sie ihren eigenen Sargdeckel zugemacht, weil es maximal schlecht gealtert ist. To be fair, es hat gerade so dafür ausgereicht, ein paar Meinungsblogger-Kollegen kurz zu täuschen, aber im Großen und Ganzen würde ich dieses Statement als Blendgranate beschreiben. Meine Augen! Die Vorgehensweise von Ani ist dabei an Dreistigkeit nicht zu überbieten, während sie selbst in ihrem Statement mit breiter Brust über böses Framing aufklärt. Das ist einfach absolutes Framing. Greift sie selbst mit beiden Händen tief in die Framing-Kiste. Hier ein Beispiel. Ani hat Leuten erzählt, dass Mauki eine paranoide Schizophrenie hat und dafür schwere Medikamente nimmt. Es ist zu vermuten, dass sie dies tat, um Mauki in ein schlechtes Licht zu rücken und sie als unzurechnungsfähig abzustempeln. Direkt nach der Trennung wurde erzählt, dass ich in einem gefährlichen Mental Breakdown bin und man sich fernhalten sollte. Das ging so weit, dass Menschen, die ich vorher als beste Freunde bezeichnet habe, mich plötzlich vor Unbeteiligten als böse oder bösartig betitelt haben. Mauki stellte dann in ihrem ersten Statement klar, dass dies nicht stimmen würde. Sie habe nie eine Schizophrenie gehabt und folgerichtig dagegen auch nie Medikamente genommen. Ani witterte hier eine Chance, über ein Strohmann-Argument Mauki als Lügnerin zu enttarnen und bewies anhand von Screenshots, dass Mauki sehr wohl Antidepressiva, also Medikamente, nahm. Doof ist nur an der Stelle, dass Mauki das nie bestritten hatte. Sie sagte lediglich, sie habe nie Medikamente für paranoide Schizophrenie genommen, wie Ani ihr zuvor vorgeworfen hatte. Es ging nämlich nur darum. Ich habe keine paranoide Schizophrenie, ich hatte nie paranoide Schizophrenie und ich habe auch noch nie Tabletten gegen paranoide Schizophrenie genommen. So war meine Schilderung im ersten Video. Sie behauptet auch, dass sie nie welche genommen hat. Beides ist komplett gelogen und ich kann es beweisen. So als hätte ich behauptet, dass ich noch nie Tabletten in meinem ganzen Leben genommen habe. Aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich habe ich schon Tabletten genommen. Ich habe schon Aspirin und Vitamin D-Tabletten genommen. Ich habe auch Schilddrüsentabletten genommen. Schilddrüsentabletten und Vitamine? Mauki, du gottverdammter Mischkonsum-Bahnhof-Junkie. Durch und durch unzurechnungsfähig bist du. Ich habe also nie behauptet, dass ich in meinem ganzen Leben keine Medikamente genommen habe. Es ging nur darum, dass sie rum erzählt hat, ich würde mich weigern, gegen paranoide Schizophrenie Tabletten zu nehmen. Beim Ani-Zuschauer bleibt aber durch bewusstes oder
unbewusstes Framing hängen. Oh, Mauki sagt, sie nimmt keine Medikamente. Oh, aber das hat Hani ja jetzt widerlegt. Warum lügt Mauki denn bei sowas? Selbstredend ist ein solcher Strohmann und Diskursverschiebung als ziemlich perfide einzustufen. Die Bodenlosigkeit fängt da aber erst richtig an. So behauptet Anni in Hinblick auf die Vorwürfe, solche Falschinformationen zu verbreiten, damit, dass sie ja nur mit gemeinsamen Freunden drüber gequatscht hätte. Ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen. Doof ist nur, dass sich herausstellt, dass Teilzeitmobberin und Lästerschwester Anni das teils auch Leuten erzählt hat, zu denen sie keine Beziehung hatte. Ungefähr so. Mauki ist paranoid schizophren. Einer Person erzählte sie sogar von der Unzurechnungsfähigkeit Maukis beim ersten Kontakt überhaupt. Naja, hier ist zum Beispiel diese Sprachnachricht, die sie jemandem geschickt hat. Und da behauptet sie... Zwar hat es sie nimmt seit 12 Jahren sehr starke Psychopharmaka und für ihre paranoide Schizophrenie. Diese Sprachnachricht wurde Nella bei dem ersten Kontakt mit Anni geschickt. Da kannten die beiden sich also noch gar nicht. Ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen. Anni hat also einer fremden Person einfach so, ohne Anlass, ohne Nachfrage, einfach diese Lügen über mich erzählt. Das ist jetzt auch, glaube ich, klar bewiesen. Sag mal, was bist du eigentlich für eine Freundin? Wie unsensibel kann man bitte mit den Daten von Bekannten umgehen? Anni so? Ja. So stelle ich mir übrigens Anni vor, wenn sie mal 2 Minuten probiert, nicht über ihre Freunde zu lästern. Ich brauch das nicht. Ich brauch das ganz und gar nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Aber es wird noch perfider, denn Anni soll nicht nur Unwahrheiten an diverse Leute verbreitet haben, sondern auch probiert haben, sich vor der Gegendarstellung zu schützen, indem sie den Personen erzählte, bitte sprecht Mauki selbst nicht darauf an, denn die rastet in ihrer paranoiden Schizophrenie vollkommen aus. Mir in mehreren Telefonaten auch geraten wurde, Mauki besser nicht auf die Dinge anzusprechen, die Anni mir über sie sagte. Sie würde ausrasten und aktuell aufgrund ihrer paranoiden Schizophrenie und der Verweigerung der Medikamente in einer Verfassung sein, in der man nicht mit ihr reden kann. Damit also, ja, mir hat sie diese Gerüchte auch erzählt und auch in Anwesenheit von Vivian. Das ist nicht nur in einem Gespräch, sondern in mehreren immer und immer wieder passiert. Hier nochmal ein Beispiel einer anderen Influencerin, die ebenfalls diese Informationen bekommen hat. Die kam auch mal auf mich zu und schrieb mir damals, Anni hat mir erzählt, dass du paranoide Schizophrenie hast. Stimmt das? Okay, Junge, ich frage mich langsam, wem Anni das noch alles erzählt hat. Das sind ja nur ein paar Leute, die sich gerade öffentlich dazu melden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Also an welche Personen und vor allem an welchen Orten diese Tratschente diese Infos wohl noch verbreitet hat, bleibt ein interessantes Gedankenexperiment. Möglich wäre da so einiges. Ich meine, stellt euch Anni mal morgens beim Bäcker vor. Moin, ich hätte gerne 2 Mohnbrötchen und 1 Croissant. Leider haben wir nur noch 1 Mohnbrötchen da. Das ist wirklich schade. Wissen Sie, was auch schade ist? Nee, was denn? Meine Freundin Mauki hat paranoide Schizophrenie. Aber warum haben Sie ein Foto von ihr dabei? Wird sie vermisst? Nee, der geht's gut, die ist zu Hause. Ich wollte Sie nur informieren, dass diese Person paranoid und schizophren ist. Ich habe auch Flyer, wenn Sie welche wollen. Okay, das macht dann 3 Euro. 3 Euro kommen sofort. Übrigens, kleiner Funfact, diese Person hat 3 Typen vergewaltigt. Nach Aufklärung dieses Sachverhalts bleibt bei mir persönlich ein sehr schlechtes Bauchi-Bauchi zurück. Anni probiert zum einen, ihre stinkenden, schwitzenden Zuschauer gegen Mauki aufzuhetzen, indem sie es darstellt, als hätte Mauki bezüglich der Medikamenteneinnahme gelogen, was sie nicht hat. Und zum anderen probiert sie es herunterzuspielen, dass sie es kaum erwähnt hätte, was aber auch nicht so ganz stimmen kann. Ich frage mich an der Stelle, wie abgehoben man überhaupt sein kann, offensichtlich so im Statement Unwahrheiten zu erzählen und dann davon auszugehen, dass das nicht richtig gestellt wird. Das ist einfach maximal arrogant. Sie fragen mich, ob ich einen Gottkomplex habe. Ich bin Gott. Es zieht sich durch das ganze Statement, dass Anni probiert, Mauki als Person darzustellen, die sich unzurechnungsfähig, wie sie ist, auf Tablettenentzug nicht unter Kontrolle hat. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Kern und Angelpunkt ihrer Argumentation war ein Ausraster Maukis, welcher in einem dubiosen Stuhlwurf endete. Mauki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden hat, einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Sehr ärgerlich ist nur, wenn herauskommt, dass sogar dieser Take erstunken und erlogen sein könnte. Denn in Maukis neuestem Video sprechen Zeugen der besagten Zusammenkunft darüber, dass es niemals einen Stuhlwurf gab. Mauki ist laut geworden, hat auf den Tisch gehauen, hat ihr Handy auf den Tisch geklatscht, ist dann aufgestanden und hat ihren Stuhl an den Tisch geknallt. Im Grunde so, wie man einen Stuhl ranstellt, halt nur, wenn man wütend ist. Viel ruckartiger. Das war's dann auch schon. Dieses Narrativ bestätigen übrigens auch noch andere Zeugen, welche an dem Abend anwesend waren. Der Stuhl wurde lediglich herangeschoben, etwas stärker, wie man es halt macht, wenn man etwas wütend einen dramatischen Abgang machen möchte. Und unglücklicherweise hatte Anni auch noch Textnachrichten in ihrem eigenen Video gezeigt, die den Stuhlwurf nicht ansatzweise belegen. Auch hier zündete sie eine Nebelkerze. Haben ihre gezeigten Chatverläufe diesen Stuhlwurf überhaupt belegt? Weil man einmal einen Stuhl
Stuhl 10 cm gehoben und geknallt hat. Und daraufhin sagt der gemeinsame Freund, die 10 cm sind egal, geht darum, dass das überhaupt passiert ist. Also er bestätigt ja damit, dass der Stuhl 10 cm gehoben wurde. Daraus einen Beleg abzuleiten, dass es seine Aussage war, ich hätte einen Stuhl, wie Annie es behauptet, auf einen Gast geworfen und ihn nur knapp verfehlt, ist etwas konstruiert. Es wird klar, dass Annie probiert, den Vorfall maximal zu skandalisieren, um Sympathiepunkte einzuheimsen. Sie redet in diesem Zusammenhang sogar über Gewalt, die sie erfahren musste. Ich habe mir immer geschworen, dass wenn jemals wieder jemand mir gegenüber handgreiflich wird, und zwar auch in so einem extremen Maß, das für mich eine absolute Dead-End-Grenze ist. Das ist eine Sache, die man nicht bei mir machen kann. Der Unterschied zwischen Realität und Annies Vorstellung ist aber unglücklich groß. Ja, es gab eine verbale Auseinandersetzung und ein Tisch hat was abbekommen, aber keiner ist dir gegenüber handgreiflich geworden. So dramatisch wie in Annies Vorstellung war es nun mal nicht. Hier, lass mal dein Geld in Ruhe, Mann! Ist dein Geld? Lass mal dein Geld in Ruhe! Was ist mit dein Geld? Komm her! So eine Sache, die man nicht bei mir machen kann. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, warum lügt man bei so banalen Sachen überhaupt? Oder warum sieht Annie fliegende Stühle, die wahrscheinlich nie geflogen sind? Langsam könnte man denken, dass hier eine andere Person paranoid ist und nicht Mauki. Eventuell organisieren wir eine paranoide Überraschungsparty mit all ihren Freunden und paar Fremden. Ohne ihr Wissen, versteht sich. Dann ein paar PowerPoint-Präsentationen zum Thema Framing und am Ende eine kleine Modenschau in der Zwangsjacke. Wir haben eine ganz grauenhafte Idee, die wir morgen umsetzen werden. Selbst bei absoluten Kleinigkeiten muss man sich jetzt hinterfragen, ob Annie nicht etwas die Wahrheit verdreht. Es tauchen selbst Widersprüche auf, wenn sie über ihre Armee von Therapeuten spricht. Ich habe ungefähr 2-mal die Woche Therapiegespräche. Flop. 30 Stunden in 2 Jahren, nein, 30 Stunden in den letzten 5 Wochen. Flip. Und ich habe aktuell, also seit das Ganze losgegangen ist, habe ich ungefähr mindestens 2 bis 3 Mal die Woche eine Stunde gehabt, ja. Therapeutenanzahl, erst sind es 3. Ich habe jetzt noch mit 3 anderen Therapeuten geredet. Dann sind es 2. Dann finde ich mit Therapie weiter, das ist eine Therapeutin in Deutschland. Ist dies in Deutschland, wir machen das online. Also ich habe ja aktuell 2 Therapeuten. Dann ist es nur noch einer. Ich trinke Therapeuten, aber das hört mit Qualifikation bald auf. Ja, ja, das ist auch keine Therapeutin. Dann ist es der Verdacht von vielen Therapeuten. Nachdem halt jetzt der Verdacht von vielen Therapeuten kam. Und das Schlimmste ist, mir persönlich fällt es schwer nachzuvollziehen, ob sie gerade über ihre Therapie spricht oder die Fernsehshow 1, 2 oder 3 spielt. 2 oder vielleicht 3. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Ja, selbst die Wahrheit darüber, wie viele Therapeuten und Therapiestunden sie hatte, scheint bei Annie ein sehr fließendes Konzept zu sein. Es bleibt aber festzuhalten, dass das Einzige, was sie mehr hat als Skandale, derzeit die schiere Anzahl an Therapeuten in ihrem Leben sind. Jetzt fehlt nur noch ein Therapiehund, obwohl lieber nicht, der würde nach einer Woche mit Annie circa so ausschauen. Hauptproblem ist hier auch einfach, dass sie trotz ihrer Armada von Therapeuten nicht in der Lage ist, ihre Fehler wirklich einzugestehen. So wurde sie gefragt, was ihr Learning aus der Therapie ist. Und sie antwortete ernsthaft, dass sie in erster Linie bereut, zu viel gearbeitet zu haben. Und aus diesem Grund eine schlechte Freundin war. Hä? Was bereust du am meisten? Ich glaube, ich bin eine verdammt schlechte Freundin gewesen, weil ich scheiße viel gearbeitet habe. Genau, das Problem ist sicherlich, dass du zu viel gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber wenn du in den letzten Wochen nicht unter einem Stein gelebt hast wie Patrick Star und alles mehr oder weniger mitbekommen hast, plus Therapeuten bezahlst, die das mit dir aufarbeiten und ihr kommt zu der Erkenntnis, dass es daran liegt, dass du zu viel gearbeitet hast, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen, wie Mauki schon richtig eingeordnet hat. Und in diesem Fall würde ich echt mal gerne so eine Therapiestunde mitbekommen. Ich kann mir auch zum Teil auch schon ganz gut vorstellen, wie die ausschauen. Herr Therapeut, Sie müssen sich vorstellen. Und dann kam diese Mauki, welche übrigens so aussieht und paranoid schizophren ist. Und dann hat sie mich einfach mit einem Stuhl beworfen. Ja, ich verstehe, aber das sagten Sie bereits. Ungefähr so 25 Mal. Es scheint tatsächlich, als hätte Mauki mit der Aussage, dass gegen sie eine Schmierkampagne von Annie läuft, absolut recht behalten. Die einzige Freude, die Annies Fans derzeit verspüren, ist die Schadenfreude, wenn man sich vergangene YouTube-Videos von ihr anschaut, die ziemlich schlecht gealtert sind. Allein die Titel sind schon ironisch. Wie wäre es mit Ich bin eine Hexe oder sowas nennt sich Freunde. Oder aber dieser melodramatische Tweet, welcher aus heutiger Sicht betrachtet ganz gut auf sie selbst zutrifft. Es gibt irgendwie so 2 Arten von Leuten, die gemobbt worden sind. Diejenigen, die gelernt haben, wie schlimm das ist und sich in Zukunft für gemobbte Leute einsetzen. Und die, die nichts gelernt haben und aus Frust selbst mit Mobbing anfangen. Das ist der Tweet!
Seht ihr, die Zeichen waren klar. Wir wussten damals nur noch nicht, dass sie sich womöglich selber damit gemeint haben könnte, als Person, die nichts gelernt hat. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, gerne mal ein Hashtag ehrliche Anni in die Kommentare und eine Bewertung dalassen. Bewegung schneller, mach schon. Genauso bei diesem Video meine Tipps bei Mobbing. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass ihr uns den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gebt, wie man andere Leute aus dem Freundeskreis mobbt, weil dafür scheint sie ja eine gewisse Expertise zu haben. Ich bin gespannt, ob und wie die Thematik weitergehen wird. Maoki hat schon darüber gesprochen, unter Umständen rechtliche Schritte einzuleiten, wenn jetzt nicht Schicht im Schacht ist, aber Anni kann ihr verkorkstes letztes Statement eigentlich nicht so stehen lassen, weil selbst ihre Hardcore-Fans Probleme haben werden, diesen Klogriff wegzuignorieren. Und ansonsten hat man es ja als Anni-Fan bekanntlicherweise auch nicht sonderlich leicht. Hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, schwitzigen Scheiß-Fans zu gehen. Dieser Satz mit den Fans ist mit Sicherheit genauso gefallen. Das ist übrigens Anni am Abend, wenn sie davor ein Fantreffen hatte. Ich bin heute nett gewesen. Nett zu den ganzen stinklangweiligen kleinen Affen. Es bleibt festzuhalten, dass Annis Glaubwürdigkeit an einem absoluten Tiefpunkt angekommen ist. Wenn da nochmal eine krasse Wendung kommt, wäre ich fast so überrascht wie du, wenn du herausfindest, dass nach meinem Videoabspann immer noch eine Endcredit-Scene kommt. Was? Anni scheint derzeit jedes Mittel recht zu sein. Sie framet mal auffällig, mal weniger auffällig. Sie lügt mal weniger auffällig. Und jetzt steht auch noch die Eventualität im Raum, dass sie Sprachnotizen manipuliert hat, damit sie in ihr Narrativ passen. Okay, ich glaube, wir können uns einig sein, dass das auf jeden Fall reingemacht worden ist. Ich nominiere hiermit Manipulation als das Jugendwort 2025. Das ist sehr traurig. Die 2,50 € Donation hat in YouTube Deutschland eine Welle der Zerstörung ausgelöst und uns ein Bild von Anni gezeigt, das wir vorher nicht kannten. Ein Bild, welches jetzt viele ablehnen, und ich befürchte, das wird sich so schnell nicht ändern, jetzt wo die Maske gefallen ist. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, behaltet bei der nächsten Sexparty die fliegenden Stühle im Auge und am wichtigsten, nehmt euch in Acht, wenn ihr in eurer Stadt als Passant Anni mit ihren Schmierkampagnen begegnet. Die kann nämlich echt hartnäckig sein. Bye. Entschuldigen Sie, haben Sie Zeit für ein wichtiges Thema, denn meine Freundin Maoki hat paranoide Schizophrenie. Es tut mir leid, wo kann ich denn Geld hinspenden? Nee, es geht nicht um Spenden, ich wollte Sie nur mal informieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Okay. Ach so, und übrigens, drei Typen vergewaltigt hat sie auch, aber bitte nicht weiterzählen, ist privat. Ja. Checkt Emma Matratzen aus, mit dem Code JSLEEPS gibt es 5% auf den ohnehin schon heftigen Sale, und schaut euch gerne mein letztes Video zu Mois an oder aber die Playlist zur Anni-Thematik auf meinem Zweitkanal. Viel Spaß! Naja, ist ja auch egal. Wollen Sie das Brötchen zum Mitnehmen oder nehmen Sie sich hier einen Stuhl? Witzig, dass Sie das Thema ansprechen. Eigentlich wollte ich nicht drüber reden, aber diese Frau wirft mit Stühlen. Wollen Sie sich das Foto nochmal angucken?